In Schuld an der Oberen Ahr stürzten in der Flutnacht die ersten Häuser ein. Der Ort ist verwüstet. Anders als in anderen Dörfern gab es hier aber keine Toten. Der Bürgermeister von Schuld nimmt die Behörden in Schutz, verweist auf die Macht der Flut, die sich rasch und unvorhersehbar aufgebaut habe. Einwohner und helfende Angehörige in dem 700-Einwohner-Dorf sehen es ähnlich. Also es ist ja gesagt worden, dass da was auf uns zukommt, aber ich glaube, kein Mensch hat damit gerechnet, dass es so katastrophal kommt. Und ich persönlich würde da keinem die Schuld geben wollen. Ich glaube, da konnte man fast nichts machen. Und die Leute sind ja hier Hochwasser gewöhnt. Also eigentlich können die das ganz gut abschätzen. Aber es war dieses Mal nicht einzuschätzen. Und die wurden wirklich überrannt. Und ich weiß nicht, ob man da hätte irgendwie anders groß agieren können. Also mit Sicherheit kann man das im Nachhinein jetzt analysieren und gucken. Aber ich glaube, da kann man niemandem Vorwurf machen. Der später am wenigsten flutbetroffene Kreis Vulkaneifel hatte am Abend aber den Katastrophenfall als erster von allen Betroffenen ausgerufen. Der später am stärksten betroffene Kreis Ahrweiler tat das bis in den späten Abend nicht und leitete zunächst keine Evakuierung ein. Dabei, so ließ ein Sprecher des Landesumweltamtes gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verlauten, sei die Kreisverwaltung präzise vor der Extremflut gewarnt worden. Um 15.24 Uhr vor einem Pegelstand von mehr als 5 Metern und nach einer vorübergehenden Absenkung der Prognose dann um 20.36 Uhr vor einem Höchststand von 6,90 Meter, der in etwa dem Extremflutpegel entsprach. Hätte das Ahrtal nicht spätestens zu diesem Zeitpunkt evakuiert werden müssen, fragt die Frankfurter Allgemeine. Landrat Jürgen Pföhler habe sich konkreten Antworten bislang entzogen. Tatsächlich machte sich Landrat Pföhler von der CDU nach der Katastrophe teilweise rar. Auf einer der Pressekonferenzen sprach er von unermesslichem Leid. Jeder kennt auch andere, die entweder ihre Wohnung verloren haben oder Angehörige verloren haben. Ich persönlich und meine Familie natürlich auch. Und da muss man schon klar sagen, dass auch viele, viele Menschen ein Stück weit traumatisiert sind. Die Frage, ob der Kreis früher hätte warnen und evakuieren müssen, kommt häufig auch in Gesprächen mit Anwohnern auf. Viele hatten ja am Abend den Fluss unter Beobachtung. Sie sahen, wie rasant sich die Pegelstände verdoppelten. Aber die meisten hofften immer noch das Beste. In der Flutnacht wollten sich einige nicht evakuieren lassen, als das Wasser schon im Keller und im ersten Stock stand. Hätten sie selbst bei einem frühen Evakuierungsaufruf an dem Abend ihre Häuser überhaupt verlassen? Das fragen sich viele im Ahrtal. Fest steht allerdings, hilflose Bewohner von Alten- und Behindertenheimen hätte man bei einer frühen Evakuierung in Sicherheit bringen können. Allein im Wohnheim für geistig behinderte Menschen in Sinzig an der Ahr-Mündung starben mindestens 12 Menschen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Muss man also doch zum Schluss kommen, dass Prognosen ignoriert wurden und vielleicht mehr Menschen hätten gerettet werden können? Der rheinland-pfälzische Innenminister von der SPD reagiert zurückhaltend auf die Frage der FAZ. Roger Lewenz stellt nur in Aussicht, dass alles exakt aufgearbeitet werde. Das dürfen die Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, von allen Beteiligten erwarten. Das muss sehr sorgfältig laufen. Und das wird auch geschehen und das wird dann auch öffentlich dargestellt werden, wie das läuft. Das Ergebnis kann ich Ihnen heute nicht sagen.